Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal von DZFM Gaming. Und das hier ist ein absolutes Wunsch-Let's Play. Im Moment ist bei uns in der Gilde die Hölle los, denn alle sind im Truck-Fever. Die spielen nämlich alle Euro-Truck-Simulator. Und sie haben mich gebeten, davon mal ein Let's Play zu machen. Mache ich natürlich. Auch wenn ich beim Rückwärts-Einparken durchaus das ein oder andere Mal fluche. Also wenn das passieren sollte, ich bitte euch, das zu entschuldigen. Vielen Dank. Und wir gucken jetzt mal, wo wir hinfahren. Und jetzt nimmt der Wortanteil gleich ein bisschen zu in der DJ-Zone. Denn jetzt geht's rüber in DJ-Zone, das Magazin. Das heißt, das ist euer Magazin, wo ihr immer die neuesten Tracks aus der... Aha, mal kurz Radio hören, ne? Meistens ja Tracks, die erst in den nächsten Monaten rauskommen. Das ist nämlich ganz geil. Man kann seine eigene Musik und seine eigenen Sachen einbauen in das Spiel von Musik. Und da ist es natürlich, wenn man beim Radio ist, sehr praktisch, dass man seine eigenen Sendungen einbauen kann. Und dementsprechend hört ihr jetzt im Hintergrund die aktuelle Ausgabe von DJ Sound, das Magazin. So, wir nehmen diesen Auftrag hier von Street Eat. Der gibt am meisten Geld. Und wir sollen hier Traktoren, und zwar 11 Tonnen, von Dortmund nach Liège, also Lüttich in Belgien bringen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Und nehmen den an. Fast alles exklusive neue Tracks. Und heute was ganz Besonderes. Zum einen feiern wir von Antastic quasi unseren Release von unserer ersten Single. Das ist wirklich... So, da sind wir. War eine lange, lange Zeit. Angehängt ist schon. Ich fahre einen schönen Volvo. Sprit ist fast voll. Müsste für diese 249 Kilometer erreichen. Und es regnet. Wir machen mal Licht. Aber wir machen auch mal hier ein bisschen... Hallo? Zwei Stück. Und die könnt ihr auch fälschen. Ach, ohne Motor geht Scheibenwischer nicht. Scheibenwischer machen wir auch an, dann fahren wir einfach mal los. Ich glaube, das war völlig useless, was ich gerade gemacht habe. Oh, nö, ich gleich am Anfang rückwärts fahren, das ist ja toll. Oh, nö, es geht gleich am Anfang los. Warte mal, ich muss mal auf eine andere Kamera umschalten. Oh Mann, ey, das hasse ich ja. Hätten die mir den Wagen nicht wenigstens so hinstellen können, dass ich einfach nur noch vorwärts rausfahren muss? Nee, natürlich nicht. So, jetzt nur gegenlenken. Hinten Platz noch. Ja, das sieht gut aus. Boah. Und weg hier. So. Aber mir ist die Musik ein bisschen leise. Ich mache ein bisschen lauter wenigstens. Für den Wohlfühlfaktor. Im Vergleich zu Madison Mars Audio, Radiolautstärke. Big Room orientiert. Madison Mars sagt selbst zu dem Track. Sehr schön. Dieser Track hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Jetzt hören wir es zumindest mal ein bisschen. So, los geht's. Wir fahren jetzt mal nach Lüttich. Oh, dieses Sauwetter, hey, ey. Oh Mann, ey, wir müssen hier rechts müssen, wa? Ein paar Infos zum Spiel, also ihr habt fast ganz Europa mit drin. Ihr seht auch original LKW-Marken wie Mercedes, Renault, Scania oder Volvo. Und entweder ihr seid, wie ich gerade noch relativ am Anfang, angestellter Fahrer, also macht dann ganz normal wie den Fernfahrer auch eure Touren. Oh, ich war viel zu schnell. Voll lauter Babbelei. Oder ihr habt dann euer eigenes Unternehmen mit eigenen LKWs, Angestellten. Eigenen LKWs, wie gesagt, und arbeitet dann für eure eigene Führung. So, kommt da rechts einer? Mal gucken. Rechts ist gut, links kam gerade einer, der nächste ist auch noch ganz schön weit weg, da kommen wir raus. Tanken? Nein, muss ich nicht, Tank ist noch fast voll. Dann fahren wir doch mal Richtung Lüttich. Da vorne muss ich wahrscheinlich auf die Autobahn.
Oh, ich fahre fast 90. Uiuiuiui. Ui. 60 darf ich fahren. Hier muss schon nicht. Nee, nächste. Ihr Kollege, du hast. Ich hab Vorfahrt, du Penner. Radarkontrolle, also sollte ich 80 fahren, aber ich muss erstmal auf Speed kommen, ist die Frage. Wir müssen weiterfahren, glaube ich. Oh, ich fahre 90, ich darf nur 80 fahren. Ein bisschen langsamer und dann oh, Duisburg, muss ich Duisburg? Ne, ich muss noch eins weiter. Huh, den habe ich nicht gesehen, es war knapp, aber es hat noch gereicht. Gucken wir mal Autopilot an hier, nicht Autopilot. Tempomat natürlich. So, da vorne müssen wir rechts, oder? Gucken wir mal, was ausgestellt ist. Richtung Düsseldorf-Köln oder Frankfurt? Ja, müsste Richtung Düsseldorf-Köln sein. Übrigens, wenn ihr irgendwo anders mal bei einem Stream zuguckt oder so von diesem Spiel, macht einen Fehler nicht. Falls ihr vorhabt, dieses Spiel mal zu spielen. Macht den nicht den Fehler, das rückwärts einparken auf die leichte Schulter zu nehmen und vielleicht noch über die anderen zu lachen. Wenn ihr ans erste Mal selbst in der Steuer sitzt, dann werdet ihr es auf jeden Fall merken, dass das nicht so einfach ist, wie es aussieht. Sehr ruhige Nummer, aber trotzdem richtig, richtig cool, finde ich. Die Vocals sind Bombe und ich finde, die Melodie hat immer noch genug Druck, dass man es so in den späten Stunden im Club genießen kann. Madison Mars featuring Jaren mit It Was Me. Wenn ihr diese Töne im Hintergrund hört, dann werdet ihr nicht erraten, von wem dieser Track ist. Kommt im Mai raus. Ja, hast du keinen Blinker vor uns? Tatsächlich die neue von Robbie Rivera. Der macht normalerweise ganz andere Musik. Zusammen mit Jordan Kahn, Not a Single Word. Eine Produktion von Robbie Rivera, die ganz anders als seine üblichen Werke ist. Ist Not a Single Word. Was? Ich hab doch. Zusammen mit dem Puerto Rican DJ. Eieiei, ich hab doch Licht an. Gleich Strafe kassiert, Mann. Ich dachte, ich hätte es angehabt. Dieser Track zeigt Robbie Vielseitigkeit. Bei uns hört ihr ihn zuerst. Hier ist Robbie Rivera zusammen mit Jordan Kahn. Mann, ey, das ärgert mich. Strafe wegen ohne Licht fahren. Das kann doch nicht angehen. So, und wir tuckern auf unserer Bundesstraße gen Belgien. 162 Kilometer. Und natürlich ist die Entfernung nicht original. Die ist zusammengestaucht. Denn das wäre schon eine lange Zeit. Das wäre jetzt echt Fahrzeit 2 Stunden und 30 Minuten etwa. Oh, hör auf, es hört auf zu regnen. Schön. Tankinhalt 1121 Liter, was eine Reichweite von über 2000 Kilometern macht, aber es ist schon eine Menge. Übrigens ganz nett, die Spritpreise in diesem Spiel sind tatsächlich von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich. Das heißt, es kann sein, dass in Deutschland gerade Diesel bei ja, so 1,46 liegt und in Polen nur 1,20 kostet. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied.
Oh, die habe ich noch gekriegt, cool. Ah, ich bin ein bisschen überschätzt, aber ich habe es noch geschafft einigermaßen. Muss halt mal ein bisschen gediegen bremsen, ne? Ah, da vorne geht's wieder auf die Autobahn, sehr schön. Ah, ist auch schon lüttich ausgeschildert, nach rechts. So, dann fahren wir doch rechts. Sehr schön. Oh, gleich wieder unseren Tempomaten an. Oh, ich glaube, es wird dunkel, ja? Guck an die Bullen. Ich meine natürlich die Polizei. Gibt da ja verschiedene Bezeichnungen für. Bei uns im Landkreis heißen zum Beispiel Ovid. Also. Aber ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe jetzt Licht an. Ich fahre brav meine 80. Wir rollen so dahin. Noch 100 Kilometer bis nach Lüttich. Und dann kommt der Horror. Das rückwärts einparken und ich glaube, dann werde ich nicht mehr ganz so ruhig sein, wie ich jetzt noch bin. Das treibt mich manchmal schier in den Wahnsinn, ich sage euch das. Ich meine, das ist ja ganz entspannt. Da denkt man echt nicht, dass das Robbie Rivera ist. Würde mich übrigens auch mal interessieren, ob es hier auch Stau gibt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich hatte selbst nämlich noch keinen. Gibt es hier auch Stau? Das würde mich mal interessieren. Und ja, generell, wenn das Video euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch. Da ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Wie gesagt, mich würde interessieren, gibt es Staus, Baustellen und so ein Kram. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert es doch einfach. Bei uns seht ihr ganz, ganz viele Spiele. Jetzt haben wir die wir euch vorstellen, die wir mit euch durchspielen. Ist bestimmt für jeden was mit dabei. Ganz, ganz komischer Name, aber richtig cool. Oh, da muss ich. Uiuiui, ich hab mal schrieben. Original kommt Home mit mächtigen Reworks von Manuel Riva, ja. Legenden of Legends of Hype und Pascal Junior daher. Neben seinem Fokus auf. Und wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, denn ich bin noch nicht ganz. Oh, ich muss geradeaus. Und die Bühnen dieser Welt mit. Ich bin nämlich noch nicht ganz sicher, ob ich noch mehr von diesem Spiel zeige oder ob das so eine Folge wird, um es vorzustellen. Ich meine, es ist nicht schlecht. Sieht ganz hübsch aus, es funktioniert cool. Und für Leute, die LKW fahren mögen, was mit Speditionen anfangen können, sich eigene Unternehmen aufbauen wollen, ist das sicherlich ein cooles Spiel. Also definitiv keiner dieser absolut verkorksten Simulatoren, die es ja leider Gottes auch sehr viel gibt. Ist jetzt die Grenze oder was? Ah ne, ich glaube da vorne ist die Grenze. Da geht es dann nach Belgien rüber. Belgien hat ja verschiedene Amtssprachen. Nämlich einmal Deutsch, dann Französisch. Komme ich eigentlich. Nö, stimmt alles. Ja, auf jeden Fall Französisch, Deutsch und auch noch Niederländisch. Je nachdem, in was für einem Teil von Belgien man sich gerade aufhält. Oh, noch 22 km/h, wir kommen also näher. Also gleich von der Autobahn runter.
Ah, hier ist zumindest das Industriegebiet in Lüttich, da wollen wir hin. So, blinken wir schon mal. Wie Uhr haben wir überhaupt? Ah, 22:28, also kommen wir späten Abend an. Werd nicht rot, wer bleibt grün, bleibt grün, bleibt grün. Jetzt fahr ich drüber. Erster Aufenthalt in Lüttich, hier war ich noch nicht, nee. Und jetzt am Ende der Straße müsste das schon sein, die Firma. Open World ist es übrigens nicht, das seht ihr daran, da vorne geradeaus kann ich nicht fahren. So Freunde, jetzt werden wir ein bisschen schneller gleich. Während hier die letzten Takte von Gabriel Xia und Home laufen, zusammen mit Vedo hat er das gemacht. Jetzt wechseln wir in mein Steckenpferd. Ja, ihr hört schon am Beat, das ist jetzt deutlich schneller. Es geht nämlich so, um Trance. Und da gibt's was Neues von ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen. Ich bin nämlich gerade in Eile, da bin ich direkt eingeparkt. Oder auf Nummer sicher gehen, einfach vorwärts einparken. Aber ihr wollt ja auch was zu lachen haben, also nehmen wir natürlich das Schwerste. Und das mache ich aber nicht in dieser Ansicht, sondern wir müssen jetzt zu dieser Haltebox. Okay, dann versuchen wir das mal. Auch eine süße 140 BPM Reise zum Transim. Hier ist die neue von Mohamed Bahi. Hier ist Tabellium. So, Freunde, jetzt wird's interessant. Oh, falsch, falsch, falsch. Oh, verdammte Axt. Ja, 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 das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ja, Richtung passt. Ah? Jetzt muss ich ihn relativ gerade ziehen, ne? Ja, weiter, 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 weiter. Ja, das war schon ganz gut. Oh nein! Das war schon wieder zu weit. Ja, noch ein bisschen rumdrücken. Und wieder gerade ziehen. Also langsam, das ist meine dritte Fahrt jetzt, bekomme ich. Oh, alles rum. Den Bogen raus. Oh, das passt aber noch nicht. Ich muss noch mal nach vorne raus. Hm, gerade ziehen. Stopp. Ist fast gerade, ne? Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig reinrolle. Oh, Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut auf Anhieb klappt. Ich glaube, das könnte es jetzt schon fast sein. Oder? Oh! Ich wollte stehen bleiben. Ah, sehr schön. Also, sorry, also ich hätte jetzt gedacht, das läuft schwieriger, weil ich habe mich vorher relativ schlecht angestellt. Naja, wir kuppeln mal ab und... Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Da ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren und abonnieren. In die Kommentare würde mich vor allem interessieren, ob ihr erstens noch mehr von dem Spiel sehen wollt. Und zum anderen, ob mir jemand sagen kann, gibt es in dem Spiel eigentlich auch Staus und Baustellen? Weil bisher habe ich noch keine entdeckt. Und ja, im Abspann gibt es jetzt noch ein paar nette Infos aus dem Kanal. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ohne E-Mail, die gucken wir uns noch woanders, aber für eine E-Mail. Selbstständige Fahrer gesucht. Ja, 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 aber ich kann mir das noch nicht leisten. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß noch bei uns auf dem Kanal von DZFM Gaming und jetzt sage ich wirklich Tschüss. Tschüss, macht's gut.